Das ist Max. Er ist in Deutschland geboren und besucht die 7. Klasse. Nina ist neu in seiner Klasse. Ursprünglich kommt sie aus Syrien und ist mit ihrer Familie vor dem Krieg geflohen. Sie ist überglücklich hier zu sein und bewundert den Frieden. Daraufhin fragt sich Max, wer denn nun für den Frieden sorgt. Seine Lehrerin erklärt ihm, dass die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, kurz GASP, der Europäischen Union dafür verantwortlich ist. Dieser Politikbereich bezeichnet die Zusammenarbeit aller 28 EU-Mitgliedstaaten. Doch welche Ziele hat die GASP? Sie ist für die Friedensschaffung und Friedenserhaltung sowie die Förderung und Erhaltung der Demokratie verantwortlich. Grundsätze des Völkerrechts, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte gilt es zu wahren. Zudem gehören zu den Aufgaben Abrüstungsmaßnahmen und die Verhütung von Konflikten. Dazu zählen auch Kampfeinsätze zur Krisenbewältigung, Rettungseinsätze und militärische Beratung. Auch in den Bereichen Umweltschutz und humanitäre Hilfe wirkt die GASP, beispielsweise bei Naturkatastrophen. Zur Bewältigung der Aufgaben und Ziele stehen der GASP drei Instrumente zur Verfügung. Der gemeinsame Standpunkt ist ein Entwurf für die Lösung einer bestimmten Frage. Dabei bemühen sich alle EU-Mitgliedstaaten, ihre einzelstaatliche Politik nach dem gemeinsamen Standpunkt zu richten. Ein weiteres Instrument sind die gemeinsamen Aktionen. Diese werden beschlossen, wenn die EU in einem bestimmten Bereich der Außenpolitik eingreifen will, beispielsweise bei der Verhängung von Sanktionen. Ein letztes Instrument ist die gemeinsame Strategie. Diese verfolgt das Ziel, einen EU-internen Rechtsakt aufzubauen, welcher die EU-Mitgliedstaaten an eine gemeinsame Politik bindet. Puh, das waren ganz schön viele Informationen. Jetzt weiß Max, dass die GASP für die Sicherheit und den Frieden in Europa sorgt.